Was geht? Na, geht gut. Max? Bitte? Ja. Der ist diesmal dabei. Letztes Mal hat er ja verschlafen, letzte Woche. Also was wollte ich, glaube ich, verschlafen. Sind halt fast alle da außer Dennis. Das ist traurig. Wann kommst du denn mal, Max? Ja, Heide ist gerade in der Küche und kocht mit Luma. Glaube ich, ohne Spielen. Ah, trotzdem cool, dass du kommst. Fehlt noch. Niki fehlt noch. Ich glaube, die Italiener sind noch nicht da. Ja, Magic ist da. Nick fehlt noch. Fehlt noch was. Kahn fehlt noch. Chat auf dem
Yeah, I want to go to the Yeah,
Wahrscheinlich ist es gut. Ich guck mal, aber sieht eigentlich gut aus. Maxi sieht das. Oh shit, he hates him. Okay. Wait, but who's 11 and 10? The target is 10 and Banana is 11. Okay. Yeah. Interesting. I mean, I guess it's kind of possible.
You struggle a little bit right now. Du bist Vierter, oder? Das ist gut. Hast du gerade geduscht lassen oder irgendwas? Nee, das ist direkt. Aber ich tut mir echt leid, ich hätte mich anders sehen sollen, weil ich checker Falken und da das schneller los ist. Falken? Oh, interessant. Ja. Aber ja, vielleicht wäre trotzdem Vierter, ne? Aber du musst gegen Wale spielen, dann direkt. Ja, übel. Aber ich bin von Falken eigentlich noch recht fair. Von gegen wen darfst du? Banane. Wait, muss, wait, wirklich? Oh, fuck. Oh, yeah. No, shit, I lost him for so long. Ich dachte, wir wollten Bracket Speedrun, warum schickst du mich gegen Banane? Kannst du Maxi fragen? Ist das Wilson? Oh, mein Gott. Wilson. Robinson Crusoe. Was? Der hat den hinter der Wurzel. Das ist das Tom Cruise auf Insel Strand. Und dann ist er ein einziger von Volleyball. Und der ist so gepaget. Hab ich nicht gesehen. Und machen wir jetzt. Ich hab das Buch gelesen. Achso. Ich bin kultiviert. Hast du die Wurzel dabei? In dem Buch gibt es keinen Volleyball. Robinson Crusoe ist schon ein bisschen älter. Ist aber da. Achso. Okay, das ist vielleicht Modern Retelling. Ich bin jetzt. Robinson Crusoe ist von 1600 oder so. Oh, gut. Wahrscheinlich nicht so. Achso. 1790. Also fast. Krass. Vom Daniel Defoe. Überraschend gut. Voll gut gewesen. Alright, the first round is best of three, also da kommen die ersten Leute. Ja, die will es halt nur noch round 2. Ja, ich weiß, aber hier, die kommen, müssen ja schnell kommen. Hier. Und was da schnell entschieden wird. Bei der Office, oder? Oh, ja, die vierte Spielzeit. Aber das war richtig spannend hier. So, welcome everybody! So good to be back. Ja, das ist das hypeste Set. Was meint ihr, wer das gewinnt? Das ist wirklich hype. Das ist sehr scary. Ich würde fast auf G-Fab setzen sogar, nach seinem Run letzte Woche. Wenn das durchziehen kann, guck dir an. Was letzte Woche? Also ein Run. Ja, Alter, hast du es gesehen? Der Dennis gekriegt hat. Maxi, glaube ich. Gesehen. Ja, ja. Ist das einfach so der Canada Rust vielleicht? Und der wird einfach nach Canadian sein. Wait, echt? Ja. Achso, der ist nicht qualified? Naja, das heißt ja nichts. Aber er ist nicht gebannt aus Macadian. Ja. Achso. Ja, ich glaube, es gibt einfach ein paar Leute, die so through the slips gecrackt sind. Ja, Koro. Cracks the slip. Koro hat halt auch die Performance davor war halt. Ja, ja, genau, genau. Hätte er to be fair auch keiner. Da haben wir gesagt, na gut, der kann mitmachen. Und jetzt ist halt. Der war halt auch ein. Ich glaube, der war Rust. Aber Marius ist in der Liga. Ja? Marius. Ist das Lied? Okay. Oh, what? Das ging schnell. Ja, ja, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Guck mal, wenn ihr mal wegguckt, dann legt er es los. Retreating näher und die Kills sogar noch der DIA. Und da war das Elite wieder weg. Da war das Elite wieder weg. Sobald man hinguckt, dann hat sich das. Quantum Thrust Street. Aber. You changed the result by observing. Das Matchup ist auch so explosiv. Ja, das stimmt. Ja, Weak Up Air, sehr gut. Weil dieser Hobbs, der da gegen Banane spielt, das ist ein neuer, oder? Ja. Der kommt neu? Ich glaube, der kommt auch aus Berlin. Ja, ja, also. Ich habe gesehen, dass er aus Berlin kommt und sein erstes Turnier auf Star TV ist. Oh, okay. Was ist sein erstes Turnier? Sein erstes Turnier scheinbar auf Star TV, ja. Okay. Jemand bei Star TV. Er spielt Psycho. Ja, also er wird auf jeden Fall ein bisschen durchgenudelt auch von. Von Banane? Das glaube ich. Ja. Aber das ist ja auch ein bisschen zu erwarten. Das ist einfach. Loser in Disguise. Dann in Disguise, damit er Arcadien mitmachen kann. Ich denke nicht. Fake Mustache aufgesetzt. Guck, ich hab weggeguckt, schon wieder G-Pipes. Das ist verloren. Jetzt guck ich hin und so ist es. Even Steven. Oh. Shine on the Edge Skill. Oh.
Got the wave shine, grab up throw of the air, of course. Getting a good percent in, aber meine Maske ist so warm heute. Oh. Ah, of course, rolls out of it. Oh, it avoids the grab. Diese Leg Invincibility beim Mars. Oh mein Gott. Attack Chase. Another Attack Chase. Oh! Oh, let's go, wir kommen in den Kombo. That was clean. That was a good start. Der Pipes aus seinem Sie. Die Pipes. Die Pipes werden gelayed, Junge. Von einem wahren Sie. May I have a report? Yes, sir. Magic Flock Smog 2-0 Magic. We must play against NRW, man. 2-0 Magic. Oh, easy. Best of 3. Ja, die Runde, ja. Die Runde. 2-0 für mich. Dann musst du gegen Jan. Bester Fall. Hops, wo ist Hops? Runter, G. Das ist H. Da, Loser of H. Niki, so. Niki, Office oder Dog, okay. Du musst gegen den Verlierer, wie ich bitte? Ja. Mach was man will. Er muss den Verlierer von den Verlierern. Nee, von den Gewinner von den Verlierer. Was? Gegen Niki. Ach so, ja, nee, aber schon. Aber, ja. Also der Gewinner von denen ist erstmal gegen den besten Deutschen. Der Gewinner von denen muss gegen den besten Deutschen und den Verlierer von den Verlierern. Muss das dann gegen aussetzen. Aber es ist besser free. Okay. Lohnt es besser free, ja genau. Also, der kommt schon. Oh mein Gott, das fucking funktioniert. Let's go. Nice. Er muss gegen Koros. Ja. Einer nimmt was. 0-2. Dann musst du. Auf Target. Ah, okay. Ich mach da ganz Koro. Maske für mich? Nee.
weg, sonst hat bestimmt irgendjemand eine. Warte mal. Vielleicht hat nicht Oh nein, Entschuldigung. Geldmann versus Marlin, ja, da freue ich mich doch. Dass ich wieder gegen jemanden, der schon was gewonnen hat, spielen. Gegen Marlin? Ich gegen Sino 3-0. Maxi? Nee, Mario? 3-1, ne? Hallo Mario. Gut, ich bin von der Weg. Thank you.
getan. Das ist gut, ich wurde also... Es war 3-0, aber es war knapp. Sorry. For the game. Na was? Was? Ah, ist dann da. Need to report the game, I guess. So. Did you want? Und jetzt lass mal den Stream offen, damit du Geld machen und ich noch mehr. Du Hops, ne? Ja, Hops. Komm mal runter. Hey! Was? Sollen das einfach dazwischen zu greifen? Sorry. Warte mal. Spezialist, aber du bist doch gar nicht, wir wissen doch gar nicht, warte mal. Ja, ich weiß, ich bin Spiel noch. Achso, ja, können wir aber gerade mal gucken. Niki gegen Gore. Okay, dann. Of age. Loser of age.
Gegen Heide. Losers Round. Best of three. Ich hab mir so einen nice Ja, Marley gegen Heide. Oh, Marley. Marley, du musst gegen Heide spielen. Code only plays Captain Falcon to it. Like, I was just holding down and shield and mashing A, and I think it actually just works. Because, like, most of your stuff, like, that's in the air, the one that's like, multi-hit in the air, that's the bad air. Like, I started thinking about that, and before I was holding down and pressing A, like, it means that anymore, but then I started thinking, oh my god, it lasts forever, how can I beat it? And I was like, I got dumber. That's what happened, man. There's off Squirtendorf. Wow, why is he seated above me? People don't believe in me. 3-1. 3-1. He's... Why don't people believe in me? Who seated him above me? Maxi. Wow. Thank you.
Musst du gegen Buff Target? Gegen Buff? Ja. Was a gift. What's up, Harumboy? Look at bracket. You must play against the winner of Call okay. of Duty. Okay. Oh no, the Coral Diva. Sorry. Thank you.
noch gutes Zeug. Ja. Wieso kommst du nicht, Haramboy? Das war der 3-2. Oh mein Gott! Der Jan Klassiker! Best to third! Was der King Fancy gewinnen können? Ja. Oh! Geht's nicht, Papp! Ich möchte, glaube ich, halt ein Floaty-Matchup mehr machen. Ich spiele aber auch saloppy heute. Alter, Banane hat gewonnen gegen Jan. Reverse 3-0 wieder. Mit Samus? Tschüss. Ja, 2-0 gespielt. Ich habe erst 10-0, oder? Ja. Ja. Ja, 2-0. Dann musst du gegen Mali. Sorry. Das habe ich nicht. Okay. Oh, ich darf gegen Mali. Dann spielen wir direkt weiter, würde ich sagen. Ja. Oh, 3-1. Oh. Thank you.
Es ist gerade eine Katze hier in der Venue. Oh shit. Third one. Oh, wait. I mean lost. Fuck. I mean, you got this. I need to find a part. Ich habe gesehen, dass bei den anderen auch so die Charaktere uns eingetragen sind, aber das lohnt sich mir nicht, ja. Kein Bock. So. Reicht. Oh, ging cool. Okay. It's not working. Okay. Kann ich nicht down, aber... Hey, you wanna get against Panik? Dude, I... Ja. Wenn ihr Konzi folgt, das war die Katze, die auch bei Konzi mal war. Abgelenkt, so Magic darf ich jetzt. Wie war's? 2-0. Ja, es ist so, ich bin auch runtergefallen. Ach, deswegen. Gibt es immer noch ein Leben? Achso, wirklich besser viel. Ja. Also, ich meine, ist es noch offen oder wird es? Ja, hier ist offen. Ja, das mache ich nicht mal so was. Bring the head of Italian, there it is. Ja. Thank you.
Ich vermisse die Katze. Keine Zeit, wir wollen heute Speedrun. Oh, das ist eben gerade, wie es aussieht. Oder hast du hingeguckt? Also Jan, ich meine, Magic wird wohl kaum Dreamland counterpickt haben, aber... Gesehen habe ich es nicht. Also Chat, falls das sagt, mal bitte. Vielleicht war es auch einfach ein Power-Move von Magic. Das könnte auch der Magic sein. Wahrscheinlich. Wie mache ich Chat wieder auf? Was war das jetzt? Bei Tab. Achso. Ich glaube 1-1, aber ich habe das zweite Match nicht enden sehen. Dann ist mein 2-1. 2-1, okay. Achso, jetzt sehe ich. Ich erwarte immer, dass Dennis hier ist und dann muss ich im Chat gucken. Das ist eine komische Sache. Das ist halt sehr selten, dass Dennis mal nicht kommt. Wo ist Dennis? Da. Ja, aber warum? Dennis, was Angst? Ja, die sind gekommen gemacht. So mit Downthrow, Forward Air, Meteor, Jab Reset. Und dann Backthrow, Backtrack in die Corner rein. Shit. Und dann Handoffs. Ich hatte gerade das Backair into Mana up to it. War krass. Ja, das habe ich nicht. Also zum Platform, Tech Chase und Backair. Maxi war beim letzten Stock. Das war 4 Stocks to 1. Ja. Er war on Match, wenn ich nur die Gedownsmash stopp bei 0. Der hat sie zweimal gerefilled in der Match. Ich hatte das Gefühl, okay, wenn man zweimal refilled ist, man nicht kommt. Dann habe ich Forward Smash getried und jetzt Zeit wie gemacht. Das war lustig. Wie geht's dem Losers Bracket? Wird da gespielt? Ja. Banane gegen Gnarly? Ja. Habt ihr schon gespielt? Nee, noch nicht. Könnt ihr dann gleich spielen? Da, wie schnell ist? Ja, nee. Cheap vibes. VOD vibes in this. No. No. No, it's not working. No. It's from the PC. On the trio. Now you must play against Bob Target. Sweet. Okay.
Ja, leider. Langsam dürfte es ja laufen. Wirst du dann in Jan in Losers Round 1 kommen? Er hat gegen Banane verloren. Ja, oh, scheiße. Das mache ich gegen Banane. Probieren. Ja, das war ein Samus Pub Set mit Jans Klassiker Reverse Trio. Und es hat einfach so lange gedauert. Das ist insane. Ja. Ich gebe so ein Set ein. Ich habe halt hier so ein Programm und da kann ich das eingeben. Weil doch mit den, wer gerade spielt und alles mögliche. Das ist, ich weiß nicht, ob man das so gut googeln kann, aber das ist halt ein Programm namens Pio, wo man halt auch Overlays und so gestalten kann. Es gibt halt einen Discord dazu. Nein, was? Was? Danke für den Mann. Mhm.
Ja, ich kann es mal reinschreiben. Ich kann mal den Discord-Link schicken. Weil ich glaube, das kann man nicht mehr so gut finden. Das war, ist halt ein Programm von Liver. Und das ist irgendwie, ein Tweet hat er das mal geschickt, den Discord-Link, aber keine Ahnung, wo das ist. Ja, schau doch an Liver, der war letzte Woche hier mal in Berlin, ist da mal wieder gewesen. Und halt mit den Daten von Slippy habe ich halt ein eigenes Programm geschrieben, der halt das dann überträgt, wie man damit verarbeiten kann. Was geht ab, Swag Cube Berlin? Ich habe 3-9 gegen Kobo gewonnen. Ja. Dann musst du Winner von Jan Geldmann. Okay. By the way, am Wochenende ist das Arcadian hier in Berlin. Also Samstag ist der Stream für den Arcadian und Sonntag den für das Balance Mesh Circle Playoffs. Was halb sein wird. Also falls ihr Lust habt, da zuzugucken, Twitch.tv, also hier bei dem Channel am besten folgen. Oder falls ihr in Berlin seid, einfach kommen. Ich glaube, Ausrufezeichen Arcadian gibt es. Da sieht man an die Adresse und so. Was geht, Jojo? Gegen wen muss ich? Du musst gegen... Ah, unten. Bob, Banane, Mali. Oder G-Pipes, oder Quiltendorf, oder NRW? Nee. Ach nee, das ist die andere Seite, stimmt. Die Eier, okay. Aber das ist die so cursed, die Seite. Die Seite ist so cursed, holy shit. Ja. Wo geht man Jan? Captain Falcon. Aber Jan ist so doomed, Toten Matchup meistens zu Resource zu werden.
So, ich habe Essen, jetzt kann ich wieder machen, dass Jojo gebannt wird. Nice, stimmt. So, jetzt erstmal wieder abstimmen, Jojo. Kann man noch abstimmen? Sollen wir 2 Tage nehmen? Ne? Ja, dann, so. Ja, Jojo bannen. Wir hatten gewonnen gerade. Ich glaube, die Pipes, ne? Sind jetzt auf einmal 7 Votes. Mein Bruder hat gewonnen. Am besten mit Client darauf. Ja, hab schon. You, Jojo. Sieht das auch bei dir? Oh mein Gott. Maxi hat Jojo. Ah nee, Jojo war ja die Frage. Ja. Ist die Antwort. Ja. Weil das hier würde bannen. Gefechtet oder immer noch Bälle geworfen? Ja, es war jetzt letzte Woche zum ersten Mal, dass ich das Fechten. Sieht genau so aus, ne? Genau, es hat auch so viel Wave-Jacks und so. Ja, Backflips und jetzt Rollen am Boden. An einer Kante hängen und sich hochziehen. Nice. Muscle up. Und es schweben so Plattformen in der Luft. Ja, genau. Ganz cool. Das wäre insane 3-0 gegen Karl. Du seid immer noch dein Bracket-Demon, ne? Ich kann nix hin. Kann auch sobald ein guter Spieler kommen. Also jeder ist mein Bracket. Jeder, also wirklich jeder, der gut ist, ist mein Bracket-Demon. Das macht keinen Unterschied. Thank you.
am Weg ab, weil die Leute so ja, war zu erwarten, oder? Hm? War zu erwarten ein bisschen, oder? Aber mit der Zeit sind wir erwarten, wir sind relativ gut. Ja, weil wir nichts on screen spielen, ne? Ja. Naja, beziehungsweise halt, wie spielt halt. Wo sind Geldjunge und Navis jetzt hin? Damn, man. Was denn? So. I wanna beat all of these people. I would have beaten them all. You would have, or you, nah, you would have wanted to. I would have lost against every single one. Of them, I should beat them. That's a bold statement. If I don't play like dog shit, which I did. Yeah. Und wie geht's dir? Oh, so ganz gut. Dein Bein ist ein bisschen in Ordnung jetzt wieder. Wir machen Activities. Achso, wir machen Free-Fall. Moment mal. Jungs, hier muss ein gutes Set spielen. Also, wenn die denn mal kommen. Achso, die spielen. Einfach, die spielen offscreen. Na gut. Wir sehen auf einmal keiner mehr uns. Also, was denn hier passiert? Genau das Gegenteil von letzter Woche. Berlin Rivalry, ne? Ist das eine neue Berlin Rivalry? Ich glaube, Niki gewinnt das doch einfach jedes Mal. Die letzten Male sahen halt alle Games ziemlich knapp aus. Ja? Ja. Hey Ali, ganz schlimme Luft hier drin, ne? Ja, ich mach die ganze Zeit auf und dann machen sie wieder zu. Machen bis 22. Ja, eigentlich müssen wir das jetzt machen. Wir müssen übrigens noch achten, dass wenn ich hier reinkomme, dass ich die Heizung rausmache. Ja. Die waren voll hochgedreht, als wir hier reinkommen. Ja. Ich hab die dann ausgemacht. Wäre, glaube ich, ganz gut so für die Wärme, also, dass man ein bisschen richtig so runterkühlen lässt, bevor wir das richtig. Thank you.
Ja, hier. Ich muss auch noch mein Handy aufpacken. Gegen Geld machen? Ja, gut. Was? Hallo. Ja, ich weiß. Aber es hat sie hat's gern. Wer ist die Patsch? Achso, dieser Mann. Ja, ist kein Radio. Ja, wo steht das? Achso. So, was ist der Kill-Move? F-Kills. Und Easy Edgeguard. Boah. Niki immer mit einer ganz guten Smash-TI. Okay. Crouch-Cancel into Back-Air. Ja, jetzt. Kante greifen? Nee, direkt weg, ja, wundervoll. So. Bam. Das kann doch nicht schwieriger sein, als Captain Falcon zu edgeguarden. Aber ist es vielleicht. So. Wow. Ein früher Tod für Nana. Und ich weiß nicht, Fox ist glaube ich immer noch Crouch Cancelled. Aber die Dash Attack kam durch und schon ein gefährlicher Edgeguard. Okay. Wow, der High Committal Shine und was für ein Timing und es reicht nicht. Das Sopo ist einfach so gut, wenn wir zurückkommen. Jeder andere Spieler hätte da Get Up Attack gemacht. Achso, wollte noch spenden. Achso, ja, das mache ich auch noch. Genau. Ich habe so viel. Wow, krass zu sehen. Last Stock Situation und Fox muss aufpassen. Ein Ledge Refresh Flop, aber Khan ist immer noch drin. Und er wollte Nana rausnehmen. Ah, okay. Wave Shine mit Jump Cancel Action und ich glaube, er will Nana focussen aus irgendeinem Grund und die beiden Conker-mäßig danach Soko vermischen, aber sehr viel Scramble und jetzt ist glaube ich vorbei. Oh mein Gott. Okay. Achso, Jojo! Ja, wir spielen unsere Matches. Okay, ja. Auf geht's. Ja, das Opening, alles durch einen Crouch Cancel. Und ja, wenn man
wenn man da so krass gepunished wird, dann ist schon so ein kleiner Flop wie eine Side-B als Fox. Das ist sehr gefährlich. Schau. Ich kann auch beweisen, was ich. Willst du mit kommentieren? Okay, nicer Punish out of Shield. Und es geht weiter, jetzt ist wieder neutral. Ist das schon Minus Finals, bist du? Ja. Das wäre sonst weird, wenn es nicht Minus Finals ist. Ey, wir kommen ja ultra schnell voran. Ja, nur das halt. Ja, es gibt das ganze Diskutieren, das ganze Diskutieren. Ich habe nicht damit gechippt. Nee. Oh, okay. Oh, krass. Holy shit, ich bin Neunter? Ja, du hast halt einen Upset bekommen gegen Granada. I know. Und deswegen musstest du so. Sonst hättest du wegen Mali. Oh mein Gott, es geht weiter. Oh, ja, okay. Und? Soft. Okay, Suppo ist aber der beste Charakter. Aber leicht. Leicht zu langsam mit dem Skate Man, Captain Falcon. Aber dann ist er drin. Ja, der ist nämlich gut. Okay. Das reicht ja, wenn man die Nikki kommt. Wenn Nikki da zurückkommt, ist er ein Gott. Aber er ist kein Gott. Oder Khan ist auch ein Gott. Ja, irgendwie dachte ich heute wäre schon Losers Break, Quatsch, Amateur Bracket. Aber die meinten nächstes Mal, oder? Ja. Aber gibt es ja quasi nicht, weil wir dann Swiss machen. Aber ist auch cool. Okay, das war der 2-0? Oh, we like to see that. Wie war das? Nee, er kann es einfach bei dem. Warte. Okay, beim Donner. Bei dem Blitz. Ja, der Blitz. Nee. 13. Okay, okay, er war sich zu faul, er war zu faul, um zu reacten. Aber er kann den Edgeguard weitermachen und ja, die Side B von Suppo einfach zu stark. Aber. So, wie geht Khan jetzt damit um, dass Suppo noch Crouch canceln kann? Genau so. Oh, wow. Die Side-B kann man einfach nicht punchen. Das funktioniert nicht. Oh, das, was war das? Das war Dash Attack into Charged F-Smash von Nana. Das war so Big Brain. Also es war höchstwahrscheinlich Zufall, weil das ja eine quasi Reversed Dash Attack war. Aber ja, das ist Tasse einfach. Okay, schöner Jab Reset und sauberer Tech Chase into Read und Regrab und oh. Damn. Ja. Ja, Nikki definitiv der Favorit. Aber diesmal spielt er Isis. Und ich weiß nicht, ob er sich das letzte Mal nicht ganz getraut hat, Isis zu spielen. Oder warum er da beim letzten wirklich noch Fox gespielt hat. Aber jetzt ist es schön, das Matchup mal zu sehen. Und sehr schnell das dafür kam. Wow. Sehr sauberer Kill auf Nana. Und Kam gewinnt Neutral mit einem Overshoot-Schein. Ja, wunderbar. Oh, okay. Nikki auch sehr geduldig und kriegt den Grab. Oh, schöne Dash Attack, die ist so gefährlich. Aber konnte nicht ganz reacten. Und Kante. Und die unschlagbare Side B. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, Khan wird langsam besser darin, die Side B zu countern.
Er macht es dann mit der Unverwundbarkeit von der Tante. Oh, gefährlicher Double Jump. Und? Ah, alle werden verbrannt. Ah ja, das ist der Niki. Einfach die Get Up Attacks Power Shielden, aber da gab es erst ein verspätetes Follow-up. Oh, sehr unglücklich. So. Hat. Okay, und typischer Fehler von Niki, das hätte ein Stock sein können. Ja, aber doable. Doable. Oh, okay. Oh, da hat Niki nochmal Glück, dass der Schein in die falsche Richtung geschleudert hat. Und? Ja, nicht so stark. Okay, vorbei. ja, schön, dass wir noch mehr sehen von diesem Matchup. Ja doch, du weißt nicht, ob es doable ist, aber ich glaube, Niki würde sagen, es ist doable. Es ist so ästhetisch, diese Dash Attack als Combo Extender. Aber es führt jetzt noch nicht zum Kill. So, und jetzt müssen wir natürlich sehen, dürfen sehen, wie Ice Climbers spielt ohne Plattform. Oh, okay. Bis jetzt geht es so ein bisschen nach hinten los. Oh, das Timing hat dann nicht ganz gestimmt und wie möchte Niki da zurückkommen? Okay, das ist lustig zu sehen, aber oh, okay, genau das braucht Niki jetzt. Und den nimmt er. oh nein. Genau die richtige Menge an Lasern, um einen Approach zu baiten. Und der Cleaner Nana killt bis auf, dass Supo jetzt ein Punish hat. Und bis jetzt waren alle dieser 5 Entscheidungen richtig, aber konnte den Ashguard nicht ganz zu Ende bringen. Oh, wow. Okay, doable. Alex, ich möchte Brocket angucken. Wie ist es gelaufen? Ich bin gerade erst gekommen. Für mich ist es nicht so. Also ich habe 3 Games gehabt, war schon nice. Mali hat mich besiegt. G-Pipes auf Target. Okay, Niki bleibt stur und versucht FT nochmal. Oh, das war ganz knapp, verfehlt und guter Turnaround für Niki. Was? Nein? Ich habe gerade nur die Icy's auf die gesehen. Was? Wenn, was sagst du zu Icy's auf die? Was sagst du? It is amazing. Sup? The magic is weak. Oh, okay. Schöner Technik, gepunished. Because I got it from eBay. Wow. I got it from eBay and it was already yellow. Ja, das ist voll kreativ, irgendwie mit dem Approachen mit Schild und Nana ein F-Smash chargen lassen. Wow, er hat trotzdem die Kante noch abgeregt. What's the score? Nicht gut gelacht. Steht 2-2. 2-2? Okay, warte mal, wie macht das? Ja, zweimal.
vorhin hat einer sich nicht verlettert für den Döner. Okay, oh, das an der Grab an der Kante immer sehr gefährlich. Aber Kader hat eine Chance. Und auf Crouch-Kinsche into. Okay, super, auf sich alleine gestellt. Und es war immer noch ein Crouch-Kinsche möglich. Dann nimmt er sich die Kante und weiter geht's. Das ist ein convincing 3-Stock-zu-1 Lead. Aber mal schauen, ob Kahn es schnell ausgleichen kann hier. Jetzt wird ein bisschen Stop. Wow. Okay. Ja, jetzt. Ja, diese Down-Smashes, die erinnern mich auf jeden Fall an Samus, wo man einfach so viel Knockback sieht und es ist verdammt scary für Khan. Oh, und er läuft Firefox direkt in den Grab und er wird gewobbelt. Das ist ein Release. Und da sieht man die coolen Schuhe von Marius. Hier so eine Stream-View, da sieht man halt alles, was von Stream noch kommen wird. Ah, okay, okay. Das kann ich. Und weißt du auch, wie das ist, wenn man so Sachen nachträglich streamen will, wo man nur die Word-Dateien hat? Ja, ist es genauso easy? Wenn man dann quasi nur das Stream-View die Aufnahme hat? Keine Ahnung. Okay. Okay. Wo sehe ich den einmal nicht, schon wird man von Falcon zerstört und er sperrt. Ja, und Lumas ist ja auch super nice, super lecker. Sehr gewagt, in die Uhrzeit noch ein bisschen Kaffee anzubieten, aber ja, es hat eine leichte Kaffeenote und schmeckt eigentlich verdammt lecker so. Captain Falcon lebt gefährlich. Samstag, ja? Ja, ich werde noch mal runter. Okay, mach's gut. Ja, dann. Okay, ich sehe gerade, Fox hat einen 3-Stock-Lead. Very good. Oh,
Okay, ich glaube, ich spiele selber mal. Oha. Yo, hallo Lulu, was geht? Hallo Kensho. Kensho jetzt weiß, warum ich nicht spielen kann. Ich bin hier. Kensho hatte mich vorhin angeschrieben, meinte, so willst du spielen? Und ich meinte, so, nee. Hier ist der Streamlink, ich kann nicht spielen. Ziemlich leise. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach wie ein Mikro so, wie das steht und wie das. Das nimmt ja da überall alles auf. Wenn ich so mache, ist wahrscheinlich ein bisschen besser, aber dann bin ich auch extrem nah dran. Also normal reden ist das schon ein bisschen schwieriger. Ja. Und halt mit Maske und so ist halt auch noch ein Faktor. Ja. Dann müsste das Mikro halt richtig doll aufdrehen und alles andere ganz weit runter irgendwie. Ja. Kann man wen aus der Leiter schmeißen? Wen? Als wer auch nicht gematcht ist. Nee. Ha? Nee, ist nicht. Aber im Moment ist keine Ahnung. Mist. Ich will keinen aufhalten, aber ich will eigentlich gehen. Ja. Das kann man leider nicht machen. Du hast halt das. Du mal dieses Ladder-Prinzip von Strategy. Ja. Man kann keine Games canceln. Ja. Und man kann halt das nicht. Okay, ich das Problem. Ich hab 3-2 gewonnen. Dann musst du gegen Maxi. Weißt du, wann das liegt mit dem sich nicht anmelden? Nee. Ich kann nochmal gucken. Wie wäre für den neuen? Ich mach das einfach. Ich habe ein Profil. Achso, die Nummer willst du haben? Die Nummer.
das ist, glaube ich, auch erst seit kurzem, dass man das mit dem Profil nochmal machen kann. Okay. Ja, hier kaum geht man das an Google, vergeben die einem da ihre Nummern. Nee, dass man halt mit der ID registrieren kann, was halt super ist. Weil früher ging das einfach so nicht. Jo, jetzt musst du akzeptieren. Okay, jetzt musst du quasi neue Leute manuell hinzufügen. Naja, früher hat es ja geklappt, das ist halt das Komische. Vielleicht sind einfach vorher immer nur Leute reingegangen, die schon in der vorherigen Saison drin waren. Ja, aber davor hat es ja auch geklappt. Ja, ja, aber halt, weil das glaube ich halt. Mit dem Circle zusammen gemacht hast vielleicht? Ja, du bist ja einzeln eigentlich. Ja. Oh mein Gott, dieser Ding. Das ist Losers Quarters. Krass. Bis Marius ist ja gekommen. Na, gelb. Oh, auf der anderen Seite ist Lefus und Banane. Ich muss mal Payoff gucken. Lefus Banane. Thank you.
du den Preispot gesehen? Von Dennis Street? Generell von Arcadian hat ja 69 Euro extra Preispot. Ja. Und dann noch The Circuit hat insgesamt 500 Euro. Ja. Und dann kommt halt beim Arcadian halt noch die... Einfach. Ja. Vielleicht soll ich doch ein bisschen probieren. Jetzt noch schnell üben. Ja. Den ganzen Tag morgen. Scheiß auf Arbeit. Ja. Die Banane ist gerade off-screen. Nicht im Ding, so wie. Oder wenn so nicht so. Thank you.
like Grand Prancy, fine by Prancy, it's probably. Das war Khan gegen Nikis Isis. Also, was ist das? Achso, übrigens, falls jemand sich wundert, es steht mindestens 1-1 Maxi gegen Banane. Banane hat auch einen richtig krassen Run. Ja, er hat ein Match, oh, er hat auch Siegheit besiegt. Der hat auch Third besiegt. Oh, und Winners halt. Nice, nice, nice. Na, da bin ich mal gespannt, ob er. Kannst du mir meine Menge Flasche geben? Ob er auch noch Maxi holen kann, das wäre natürlich sehr wild. Bingo. Was für ein Bingo? Für Samstag. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, das auseinander, also das zu machen. Ich muss halt so. Ja, die Frage ist halt, das kann halt alles passieren im Moment. Ja, aber ich, also. Ja, also ich bin gerade nicht bereit, glaube ich, diese Situation durchzugehen, weil ich sehr wenig Zeit habe. Ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich teilnehmen kann. Am Bingo. Vor allem, weil ich halt auch die meiste Zeit nicht da sein werde. Dennis, bist du da? Ja, Dennis ist eh da, oder? Ja, ich meinte im Chat. Denke? Aber er finalisiert das Album, glaube ich, ne? Ja. André, hallo, aber wann bist du denn mal wieder da? Ja, vor allem Zweikube war auch im Chat. Ja, natürlich ist Zweikube im Chat. Der kann auch mal hierher kommen. Wenn die Food Candy Boys oder wie sie heißen. Hm? Ja, der WoW-Discord von denen, das sind ja drei Leute vom WoW-Discord hier gerade da. Tatsächlich ich auch, ich bin auch im Du bist auch im Obwohl ich kein WoW spiele. Ob man es glaubt oder nicht. Ja, am Wochenende bist du da. Ach so, okay. Spielst du gerade nicht so viel oder wie? Was geschieht hier? Oh, das ist mega weit schon, oder? Ja. Ja, tatsächlich bin ich kein Fan davon, wie das. Also ich meine so, okay, wir sparen jetzt wahrscheinlich am Ende eine knappe Stunde. Aber es wurde kaum on Screen gespielt. Ich finde, ein bisschen hätte man das dirigieren können. Ich fand halt wirklich die Idee von zwei Brackets ziemlich geil. Ja, tatsächlich, also so erste, zweite Bundesliga wäre echt cool. Ja, vor allem die zwei kleine Turniere. Ja. Und, dann kann halt jeder von den. Aber wir können doch alle in dem Großen starten, oder? Naja, zwei Warum kleine nicht? Und dann Regulation. Dann wäre das ja wie ein Losers Bracket. Nein, naja, wie ein Losers Tournament. Ja, so Waterfall-Prinzip. Wer in Losers Round 1 geht, ja. Der kommt in das Kleine. Das ist tatsächlich einfach Swiss. Ja, aber guck mal, diejenigen, die in Losers Round 1 gehen, die haben ja auch immer viel weniger Spieler als die. Ja. Weißt du, wie für die geht es dann in die zweite Liga? Ja, aber was man halt, also was mit der zweiten Liga, ich würde sagen, das ist einfach separat. Aber ich finde das cool, auch mal gegen andere Leute von den Spielen, nur halt, dass es dann nicht aufhört, wäre halt sinnvoll. Dass man immer näher auch. An Leute auch, also... Das ist Swiss. Ja, du beschreibst gerade Swiss. Nein, ich beschreibe nicht Swiss, ich weiß nicht, wie es geht, aber oder? Wir machen dann ein zweites Bracket nach dem Losers Round 1. Und zu fragen, aber alle Losers Round 1 kommen auf Double Elimination. Das ist nicht Style, sondern das ist dann ganz normales Double Elimination. Also du machst die erste Runde und dann machst du zwei Brackets. Ja. Aber das kommt auch gleich raus, dann haben wir doch nur eine Runde mehr. Nee, dann hat man nochmal ein Double Elimination. Was? Jeder mindestens vier Sets oder drei. Also du meinst Leute, die Losers Round 1 rausfliegen? Achso, du meinst die O2er Brackets quasi? Ja. Achso, ja das ist okay. O2er und 1-2er Brackets. Ja. Und ich finde auch 2-2er Brackets. Einfach alles wird ausgespielt, dass wir so exakte Placements haben und so einen Pipsqueak-Post machen können. Ey, die spielen immer noch da hinten, das ist ja schlimm. Also sowas wie ein Monthly oder so wäre halt auch geil, wenn halt... Ich weiß nicht, wer das letzte gewonnen hat, aber der Counterpick ist... Ist es gerade 21:30 Uhr? Ja. Halb 10 in Deutschland. Es steht entweder 2-1 oder 2-2. Ich glaube, ich würde mich schon losmachen, ehrlich gesagt. Willst du heimgehen? Ja, ich bin nicht ganz so gut und ich komme immer 50 die guten Verbindungen. Und noch anderthalb Stunden warten, habe ich 5. Oh ja, du bist nicht mit dem Fahrrad hier? Doch. Achso. Ich habe jetzt also langsam... Fahrradfahren gerade echt nicht chill. Ja, aber es ist das beschissenste Wetter auf der Welt. Ja, genau. Ich bin heute Morgen losgefahren. Ich dachte so, boah, ist das kalt. Ein Glück wird es tagsüber besser. Und dann wurde es einfach nicht besser. Nee. Was macht der da? Gegen drei Bowser spielen, glaube ich. Die Sino Melo Challenge? Das ist eine andere Challenge. Aber Blauser und Red Bowser liefern sich gerade ihr eigenes Battle of the Giants. Gut, dass du Blauser rettest, Niki. Aber Dennis ist ja Sinomelo, ne? Du hast
Du hast Blauser gerettet gerade. Achso, er macht Frozen Priest alles. Ist Pause an? Okay. Also, ich reporte, Maxi führt auf Yoshi mit einem Stop gegen Banane gerade. Ich weiß nicht, ob es 2-1, 1-2 oder 2-2 steht, aber eins von denen muss es sein. Keine Ahnung, ich habe mich nicht geschaut. Ich sehe von dir gar nichts. Oh! Aber Maxi kommt zurück. Also sieht nicht gut aus für Banane. Wenn Maxi jetzt so einen Stock bekommt. Oh! Oh, stimmt. Ja, Maxi lässt sich einfach nicht. Aber eigentlich. Das ist jetzt gerade, das letzte? Nee, das ist davor, ja. Okay, das heißt, es steht entweder 2-1 für Banane oder 2-2. Ja. Ich habe Maxi 1 gewinnen sehen. Ich habe Banane 1 gewinnen sehen und Dorf hat Banane ein anderes gewinnen sehen, scheinbar. Weißt du, was am ersten Preis war? Ja, das muss noch dastehen. Aber im zweiten Fall gibt es das Oh, die Rusty, danke für den Gifted. Der Niki. Gute Blauser. Okay. Banane, ein letzter Stock gegen Maxis 2, aber wir wissen, wie gesagt, den Score nicht so genau. Aber Chancen gehen gerade gut für Maxi. Banane hat einen sehr, sehr blöden Charge-Shot gerade gemisst. Und ist bei 80% und damit ist er tot und es ist bis vorbei. Ist vorbei. Das heißt, ich spiele gegen Maxi. Banane war 3-2. Für Maxi? Für euch jetzt einen Platz hier. So, was geht? NRW-Mann gegen Lefusi. Auch ein Klassiker hier, oder? So eine WG-Klassiker halt. Ach, die wohnen zusammen? Ja. Ah, okay. Mit Strawstream zusammen. Ach so. Ah, krass. Direkt hier in der Nähe. Das ist ja eine krasse Mili-WG. Das ist wirklich krass. Das ist alles super gut. Das war wahrscheinlich krasser als die... Das ist super, das ist nur das Semi-Squad. Das ist halt blöd für die, immer noch für die Oldschool. Aber ja. Mal gucken, was wir dann machen. Wäre halt geil, wenn es wieder guten Noob-Bootcamps gibt. Ach, der Gewinner von denen muss gegen die Idee wäre einfach auf Noob-Bootcamps. Noob-Bootcamps wäre eigentlich auch eine Idee, die auch du hast. Ach so, ja, aber das ist ja auch schon passiert. Das ist doch also Grand Money. Ja, aber trotzdem, dass man dann halt auch so zum Beispiel mit dem Leather gespielt hat. Ach so, aber ja, das hat man ja schon gemacht. Ja. Also, Schedule ist super geil. Ist ja gerade halb 10. Nur das Semi ist noch 3 Spiele. Oh was? Skiltendorfer gegen Nitki, Best Game 5 im Winners. Ja, das war auch gegen sein Icy's. Ja, genau. Ich glaube, Nitki gespielt hat nur Icy's. Zumindest musste ich halt auch mit seiner Icy's ran. Das war Spaß gemacht. Das ist halt die letzten Male, also einmal wo halt hier King da war, hat er
hat King auch mal gewonnen, glaube ich, gegen seinen Icy. Ah, krass. Ein Set. Das war, glaube ich, Nikis einziger Set aus diesem Jahr. Ja gut, der Rest ist ja sonst irgendwie außerhalb von jeder auf nicht so vielen Turnieren. Also, ja, jedenfalls im Moment. Ja. Europäische glaube ich gar keine. Nee, irgendwie nicht. Aber ja, Maxi war es. Ich glaube, das ist halt der Berlin-Faktor. Ah ja. Oh. Perfekt, zu Edge Garden, als Spacey ist halt oh, und diesen Esel dabei. Sieht immer so geschenkt aus. Wenn man nicht viel falsch machen kann. Wer gewinnt so bei den beiden meistens? Oder was ist so der Set-Count ungefähr? Konzi gewinnt am meisten, aber ich weiß nicht, wie das Set-Count ist. Kann ich auch, glaube ich, mal gucken. Oh. Dafür ist gerade ganz gut aus. Na gut, naja, never mind. Lehmann und. Achso, letztes. Guck mal, letztes Mal. Im Sommer sind es. Sind. 3-2 für Anna Lehmann. Ja, okay. Also knapp. Ja, das erste Game auch, ne? Sieht aus, wenn Maxi es jetzt schafft, irgendwie diesen Stock zu holen. Was zu sagen, jetzt bis Samstag. Ja, aber es ist auch nur einmal. Ja, aber trotzdem. Außer wenn man zusammen Sachen guckt. Can I report the ladder? The ladder. The ladder. Oh, you played ladder. Yeah. You should do it too. Yeah, maybe. 3-2. Oh, 3-2. I went P2. But... I miss Lele. He's coming, Saturday. But why is he... Yeah, I, Lele was why coming won't today. Come today. Yeah, I don't know. Sad. I actually have no idea why. But it's okay. It's okay. Dude, I went 1-2 to Konsti and Jan. But I have weniger Probleme mit 5-5. Weil macht nicht die Doppelregel. And Konsti was playing. Yeah, and Max is what I'm dagegen tue. I love yours. Das ist gleich noch ein bisschen besser. Ja, ich muss es erstmal hier. Bitte? Ich glaube, du musst dich von dem Inhalt lassen. Okay. Stop preaching for me. Danke schön.
France versus Italy. France versus Italy in Berlin. It's so crazy. You know what? We're friends with France now. Fuck the UK is what I'm saying. It's like, why be enemy with a friend when the UK is right there? Yeah. Also wenn ja, ihr denkt, ja, ich da war, ja. Ich aber ja, ich kann ja, Sonntag irgendwie geiler nach Berlin. Können wir auch, also, ich meine, das ist ja ein Fakt dazwischen. Just recreate the alliance with Italy, Germany and Japan. Fuck the Berliner. No! No! Also, I mean, he was great. Flames are crazy. Nee, ich will ja auch hier. Eigentlich I mean, I'm happy they did. Nee, ich glaube, er meint Morgens, oder? Weil, ja. Weil die halt. Der ist ein Auto, man. Ja. Deswegen mag ich den Wettbewerb. Oder ich mag die Morgen doch nicht arbeiten. Und stattdessen Bowler. Ja, das ist eine Arbeit. Warte, ich glaube, das ist ein Auto. Nee, ich will nicht. No, like, staying in the alliance because honor is not. Ja, dann danach, ich weiß. Ah, fuck, was war das? Ich werde mal unsere E-Mail gucken. Ja, I mean... No, I kind of did read the news, but it takes a while to get there. This week I got a mail from Berlin. If I want to help him for the Berlin election. I did it last time. I just meinte am Samstag. Achso. But I was until 12 up until midnight. So. In some places there was not enough. It makes sense with how long it took me to get the American. That's so bad. Like, I had to camp, oh like... God. No, not a midnight, at like 3, and you have to snipe it. Like, you have to be there, and speedrun the fucking form. And some of the things like... Speedrun getting the challenge to the first one. And then just hope that, because there's always someone else also going. I don't know, and the last time I did it. Yeah, okay. Aber also, was wird das hier? Also, was wird das hier? Okay. Wir machen ein normales BO5. Achso, okay. Ja. Yeah. Let's go. One. But, to be fair, they don't really care about it. Meanwhile, when I moved to... But yeah. Meanwhile, when I moved to North Carolina, I was the only one. Like the Shufa. Yeah, but like the Shufa, I think it's like straight. No, it's private. Yeah, I think it belongs to some Swedish investment firm. They're really close to like selling it. It's the most expensive. It's even worth it, but it's more. No, my favorite are the minor annoyances. Like, I go to the fucking German bureaucracy website, and then he
replaced with another website. Which and then back to the original. It's just in German, no English, and the translator doesn't work. Just learn German. Like, you know the auto website, like, translator? Just learn German. Yeah, it's easy, right? Not live in German, live in Berlin. Yeah. Only live in Berlin. To be fair, I don't think I would live in Germany anywhere else. I think this is the only... Ja, das ist eine Kirchenblende. Grab a chair. Same. Huh? Why? Just lay down there. What do you mean, remember? I don't think I ever knew. It's like the most hilarious story. So, like, 2 years ago, I fell out of the stairway. It's something stupid, but it's like one of those first outdoor stairways. Yes. This is a year after. Okay. Wait, what happens when you sit? It hurts. But like, say you sit for extended amount of time, what would happen? Like, you just keep sitting more and more? Dude, this healthcare system is not... It's not a system. Oh my god.
up a little sheath. I hope you will. Oh, Asta raided this. Danke, that's Asta. Bad. I don't think like... I guess he worked out. Constantly. Yeah, he has a pretty good record. Yeah, today he played 3-2 against Nikki's Isis. Maybe we could have won that. I think it's his third week that he played again in Poland. After that he was 3 years absent, only played slipping. But like, when you sip, what's the problem? Like, is it the curve of the leg or is it the contour? Like, is it the... Yeah, Berlin like, looks like, also so good, but... Do this, but not... Nobody travels here, sadly, except... It's not the contact with the curve. You're moving to the foot. Register to Hypemist or DreamHack, what was it? DreamHack Hamburg? Hannover? I mean, after 3 years, actually, we kind of. Hannover, right? But it's still. Yeah. You really need it. Like the emergency. No, he jumped through a box of stage and then turned around and just like tried to weaken the network. Completely missed the point. I mean, I heard the COVID one. Yeah, I've heard the COVID one. Yeah. That one was good. No, no, no. Ich glaube, der Eckhardt ist nicht fire. Der Eckhardt ist eigentlich nicht null. Ich weiß, ob er nicht null ist. Ich Lifetime seid ihr nicht zu null, ne? Doch. Wait, they forgot. Oh, yeah.
I could or not. I could say. I believe in you too. I believe in you. Thank you. No, the game mode is fucking me up. I haven't when you play on stream, I go to the commentator. When you play on stream, I will go to the commentator screen. Oh, okay. Don't make me play the game mode on stream. No, I need to play versus like a final. I'm good against Mark. Well, where's the laser twice on that one? So long. No, that's the foul. If you want to play Falco with Mark, laser at four smash. Yeah. Oh, that's it. That's okay. Magic, I'm good at that because I'm a flow-based player. I improvise. I don't practice, man. Yeah. Honestly. Honestly, that's why I'm not a Falco main. I think I identify as a Falco main, but I don't smoke weed. I never smoke weed. I'll do it one day, but I'm not ready. We could do edibles together. Dude, there's like 20 people around the world that have told me, oh, dude, one day we're gonna make you smoke. Like, no, we did no smoking. Just an edible. Yeah, this is that's much easier. Yeah. Is this a variation on the same theme? What? Variations on a theme. No, the one's actually like really bad for you. And then the other one's like, you know, thingy. And then you get high. I don't know. Thing is, I'm not convinced that it's not, what do you call it? You don't get addicted to it. I'm not convinced. People say you don't, but I'm no, wait, they're fellow that. Yeah, exactly. You like, it's, I don't think it's very likely, but you can. Yeah, like, I don't want more shit. Yeah, we've seen enough people who, like, they're not addicted, but, like, they're 100%, like, exactly. Like you're on not it. Like, medically addicted, but, yeah. To be fair, I heard a very wise man told me a while ago that addiction is a spectrum. Exactly. So I agree. And we're all on the spectrum. Yeah. As long as we consume, guys, there's a set going on. What are you talking about? Yeah, I mean, this is, I don't know, it's whatever. It's ice as fuck. Yeah. It's Nikki. Oh, Nikki's winning. Oh, wow. Everybody. It's pretty great. Hype. I respect the commentator's table. Oh. Oh, sick. We all know who's winning. Yeah. It doesn't matter. Nice, anyway, back to weed, bro. I don't know. Yo, man. I'm already addicted to chocolate. I can't have one more. That's dude, good. I'm a fucking 5-year-old kid. That's insane. No. Dude, chocolate is so good. I don't know why anyone, no one is addicted. It is nice. It's so good. I would only eat chocolate. But I can't. You can't. Well, I can, but I will die in like 20 days. Oh, I think it'll take much longer than that. Sure. I will be miserable for like 2 years. Yeah. By the way, how did the eye surgery go? Oh, good. See? Yeah. My eyes. Like what you're doing? Yeah, I am. No, wait, they gave me some kind of like something in a, like, in a syringe. Okay. So it's like they injected something, and then at some point I was like, I started feeling a bit warm. And then time just kept passing, and I was like, "What's going on?" What the fuck? It's like when the sister came up, I was like, "Yo, when are we done? Like, when are we? When's the beginning? Like, when's the surgery?" And they're like, "Dude, it's done. Like, you're there's an eye patch like on your eye right now. We finished like 45 minutes ago." And I was like, "Ah." And you could have left or what? No, like I was just lying there like waking up, and I didn't okay, even realize I was gone. Like, okay, I didn't realize nice. I woke up. Like, it was just I was there, and then it was that's nice. It was over, which is nice. Yeah. What was the problem? Like,
Like an eye infection, just like, okay, kind of like acne, but like in your eye, I guess. Oh, okay. But it's like way worse if it's in your eye, obviously. Yeah, yeah, that makes sense. I at least think that's how it goes. So it's like way more painful. It's obviously like your eye is fucking like swollen to shit. Yeah, yeah, yeah. But yeah, that's been going on for a while, and now it's gone. So, and Nikki takes game one. Wow, that was very hype set. It was that was crazy. What an up air, I think. Did he? It did some hand of shit. Okay, okay. Where's the chat anyway? What's this mouse even for? You're probably teaming with Nick Strutz at the arcade, right? No. I don't think he's coming. Oh, I might team with Lele, but I need to sign up. Why is Lele not here? Because you asked before, and I wasn't sure if it was, if you meant it seriously or not. Was this train canceled or something? Honestly, no, if I team, it will be with Lele, because we're I think Nick's red is fine. But I might not. That's the wrong No pressure, Nick. What? I think Nick's red is sad that he can. Yeah, yeah, the regulars are today. But no, once of these times we can do it. Wait, but he was already registered. Pretty good, actually, because Nixway told him that he can register for today. Yeah, honestly, can. Yeah, because we played very different. I don't know. But he did. Usually a team with but he like, was registered. Yeah, I don't know. And then I That's have to weird. Stay back because I, don't know, yeah. Well, we can, I feel we can bad ask telling people to stay back and let me approach you. And so we had a Fox team where I was the support and she was into the fray. And we sucked because she is not made for it. Yeah. Wait, so what happened to Lele? Oh, yeah. I think he got the day wrong or something. It's literally in the name. He's saying something about it says every the name of the tournament is every Thursday. I know some German. I know that. We try to make it abundantly clear. No, I don't think he's in Berlin now. Oh, so he got the day of the parts or something like that. Okay. Did he say he has work? Huh? Did he say he has work? No, Lele, not me. Where's the? It's true, has work. Yeah. Okay. Where's the chat anyway? Where can we make money? What? There's like a glass. Yeah, the glass there. Yeah, anyway, to play turning ladder. What? There's a See you, chat. Enjoy the set. Oh, Nikki with a nice lead on this Dreamland game. Oh, wow. Pretty crazy to imagine that Nikki is such a good player with Ice Climbers. I'm waiting for a backer. Oh, there. Oh, nice backer by Nikki. They're not backering. That's pretty lame. That's lame, actually. Up smash doesn't kill. Oh. Dreamland is a very tall state. The Tomahawk was actually free. Nice down smash by Nikki to take game two. Well done. Well Dennis also said we need commentators for the occasion, and we need good commentators for the player. Oh, yeah. So we're just not talking about the game. It's a weekly like grand finals. We've seen this before. It's not I think Nikki might win this. Yeah. Well, we're on the topic of insightful commentary. Thank you. That's it for me today. Oh, thank you so much, Opus, for this. He came up and he said, "I think Nikki's going to win this," and that was it. He left after that. Nikki's gonna get destroyed. Watch. He's gonna get now is the time for the commentary, for the documentary, and now we will try. Khan will try. Oh no, Nikki. Is Nikki gonna try or is Khan gonna try? Nikki's not going to try. That's gonna be the problem. Who's the one not trying? Nikki. He's gonna try to do something funny and it's gonna backfire. Okay. Hallo, Lea Marielle. Oh, no, that worked pretty well. I feel like that wasn't very funny. That's the issue. Oh. Did you see like the funny like down air clip you posted like 2 days ago on the Falcon?
What was it? What about it? It was like 2 minutes and just don't throw down air. Oh yeah, I saw it. Like that kind of shit. That's pretty funny. But it's not gonna work. To be fair, I think it might work for a little bit on Khan because he. It's gonna work three times. I saw him mess up the SDI a lot, and there's like for some reason some people just like don't know how to do the SDI. I mean, neither do I. You just do this. That's literally it. You just like mash your stick down and like to the back. Down in the way. Yeah, just like that. And then you're on the ground and then you can spot dodge. I don't have a stick. Oh. But you can do the same thing with like buttons, right? I don't know how it works. You have like an input for this and one for this, right? Probably. I mean, it doesn't really matter because you can just like hold it like this and then just spam the button, right? To be fair, I've never SDI'd anything on controller or box because I just don't know how it works. That's crazy because like box SDI is fucking like busted. Yeah, maybe, but I think you need a quarter circle like in the fighting game or something. Okay. But you can't quarter circle on a keyboard. You just do this. It's like hit the button really quickly. Leah, du bist Leah. Sorry. Ich wusste nicht, dass du einen Twitch-Account hast. Sorry. Oh, morgen muss ich 6 Uhr aufstehen. Leffen hasn't visited yet though. Interesting. Oh, is it over now? That was fast. That was way faster than last time. So I guess he was playing around the... Oh, let's do the winner interview. You were playing around in the first set, right? And then you decided to... I think in the first two games in winners, I could just do whatever because he didn't really know the matchup at all. Yeah, and then he learned it. Then he kind of learned it. And then you just started doing proper stuff. In the fourth game, I knew what I need to do to win, but then I just SD twice, so I just kind of gave up on the fourth game. Okay. Because I kind of knew what I needed to do in the fifth game anyways. Yeah. And then fifth game... So there you go. Exciting. Hype set. For sure. I grabbed. I pressed grab and down smash. That's insane. That's what we do. How do you do it? I don't know. How does it work? It's crazy. It's very insane. What are you going to do with the money that you earned today? 22 euros. So we're going to fly to Genesis and back. You know, get a hotel. Okay. You're going to win the tournament with ISIS? Yeah, and then I'll still have like half of this left, I think. Okay. Probably get to Genesis again. That's enough for like some food there too. Yeah, for sure. Okay. Like 2 or 3 US journeys should be easily doable with this. Yeah, definitely. Great, well, does that wrap up the tournament already? What time is it? 10:15. Yeah, that's good. Good job, guys. To be fair, I think we could have put some more stuff on stream. Like, there were barely any sets on stream. Probably, It was like, there were 20-minute stretches of, like, nothing on stream. It's done. Ciao. I think that, like, we didn't have to finish like that. I'm very proud of you guys for just actually playing the matches. What? Everybody just played the video game and it didn't take until like 11:30 p.m. Yeah, first 3 rounds of losers, if people just play the matches. Yeah. Everything else is fine. To be fair, you guys were like way behind in the beginning. Yes. Because I was waiting for Gore. Yeah, but it's fine, like there's always one set that's way behind. It's always gonna happen. Yeah, especially if it's a winner, so it doesn't really matter that much. Especially Banana was the third one. Yeah. But yeah, I don't know. It's like, it works, but then like, I think we need I'd feel better with striking a balance between a short racket and a, you know, tolerable amount of constant sets on screen. Yeah. I feel like, it's not like, we don't even have to like, try that hard. We just have to like start scheduling a little bit. Like if we know a set's gonna be over pretty soon, then we'll have like, one of the people playing wait for like a little bit. Yeah, that sounds good. Just tell people if streams are empty, go on stream. Like, what? Even if it's losers bracket, just anybody can play on stream. Yeah, I think as long as it's like a sort of fun set, because I think it'll be okay. I don't think we need to put something on like an easy 2-0 like 8 stock on stream. I feel like that's just
Yeah. Like, nobody's gonna learn anything from that. Still better than just showing nothing. But we also have Slippy files, right? So if people I was gonna ask this. I didn't wanna stir the pot in the group chat, but does anyone actually like download the Slippy files and watch them? Like, I was. Do you do that? Yeah, man, I have done that before. Yes. When? How often? Twice. I was gonna do it. I feel like I also was always gonna do it. No, I actually sat down with Banana on a setup with the Wii because I wanted to like send Marley the bots and like use them for a lesson. Okay. So Slippy replays are actually super good. I would agree with like some crazy combos and friendlies that I actually. Hello, Little Chief. What's up? Oh, so you want them for your combo video? Well, yeah. Okay. Kind of. All right, I'm gonna head out. Video, thanks for watching. Thanks for hosting. Yeah, commentating. I everything. Got the sacred combo today. All B moves in one combo with Yangming. Amazing. Yeah, the Arcadian is Saturday. Little Chief, the Arcadian is this Saturday, and also there's a tournament of, or like a playoff at tournament of our seasonal circuit league thingy I have on Sunday. 20 followers. What? I could use more. What? No, just ignore it. What the fuck? Yeah, it's being streaming on this. I think, yeah. Stream here? Okay, stream here on twitch.tv/BerlinSmash. Yeah. There it is. With better commentary this time. Saturday from 12. Fuck, actually that early? Yeah. Oh, the side event is we're going to tear down the setups because we want to finish on time. We have this is what we've been discussing. Maxi doesn't want to finish at like midnight. We have the he wants to have. We have a weekend event and this playoffs are only top 16. What? No, but like, I mean, we could stay a little longer, but I feel like the whole purpose of saving time was so we could start tearing down at like 11. Yeah. By the way, we have the table tennis plate. Yeah? Is there gonna be a table tennis side event? Maybe beer pong. Oh dear. And I think we should ask around if anyone has Smash clones on Switch or something, so we can... We don't have monitors. Yeah, but we can just play it on the Switch. Oh. Oh. Sick, wasn't it? Great! On the 8th of December, 2022, at 11, so that's like in a few weeks, we will be getting a test alarm for our national catastrophe warning system. Do you have the Nina Van app? I do, but apparently there's like a whole, they had that in Japan too, where like it's hard coded into every phone that you get like an alarm even if Nina? The phone is turned off, like when there's an earthquake. Yeah. It's kind of funny because it never worked on my phone for some reason, so like. People are like, holy shit, did you hear the alarm? There was an earthquake. And I was like, nah. Did you see it today? Uh-huh. I guess that was... the preparation. Okay, there was kind of like a storm thingy going on, right? Like, it was kind of windy today. Maybe that's for the preparation of the new feature. I don't know. No, but really, weren't we discussing doing side events? Because we always wanted to do side events, actually. Did we? Yeah. Yeah, we had an idea with discussion, and everyone was like, "Yeah, more fun events would be really cool." And then you were like, "No, Iron Man sucks." We had the idea about Iron Man do suck. Yeah, but you would say everything sucks. We had the idea from. We had the idea of 3v3 crew matches with Dennis. No, I just don't want to play. I mean, you guys can do it. Like, just don't drag me into it. Then don't go into the group chat and say, no, let's not do side events because I don't want to. I never said no side events. Yeah, das war Puff Falcon. I just think they're necessary, but like... Falls du mich hörst und die anderen nicht zu laut sind. No, I said the side event was teardown because... Yeah, the whole point of saving the time was so we could like replace the end of the tournament with other tournaments. What? That the implication is that side events aren't worth playing. I'm not the TO here anyway. Okay. What are you coming to me with that? By the way, we have open end at Saturday. What? We have an open end at Saturday. Okay. I feel like half the tournament's gonna go to like the steakhouse thing.
Yeah. I was gonna host a party on Saturday, but then like. Yo guys, I'm gonna leave. Everybody had other plans. Should I tear down a CRT already, or should I just leave? I'm not the TO. Ask Maxi. I guess if there's one free, then why not? But Dennis, like, just put it at the front. Welches side event? Morgen ist Steakhouse. Welches Steakhouse? Did you want to? What? Yeah. Morgen fuck guy. Why did I cancel my party? Like, what did I cancel my party for? Yeah, but the... What? What's this? Pudding. Veganer Schubo Kaffee Pudding. Ich hab den schon gegessen. Er soll nach Kaffee schmecken, hab ich schon geklärt. Ich hab ihn gemacht, tatsächlich. Deswegen. Weil ich die Schüssel nicht gesehen habe. Ich hab mich gefragt, ob es Pilzragout oder der Nachtisch ist. Nee, aber es ist die ganze Schüssel, die muss jetzt... Bisschen overdone Pilzragout hier mit der Farbe. Sag mal. Was ist das für eine Farbe von dem Ding, was hier drin ist? Ja, ich weiß. Hat gar nicht Spaß. No, I didn't cancel the party because of that. I had it, like, I had Maxi's okay to, you know, that we'd stay outside of his room, that I'd plan something that would only happen in my room. He was, like, obviously reluctant to host his own shit, but he was okay with, like, me doing stuff in my room. I canceled the party because I thought that there was no point in hosting a party when you guys would go to the steakhouse anyway, and then all the other people would be left at the venue. So I guess I can host Jonas, my party again. Du bist again. Doch aber schon TO, oder? Du bist doch schon TO, ne? Ja, ein bisschen halt. Ich mache halt ein bisschen. Sehr wenig TO-Sachen. Okay, also weißt du auch nicht wegen Side-Events, dass da jetzt die Entscheidung ist? Im Moment halt nix. Maxi wollte halt, dass wir das so früh wie möglich alles fertig machen. An beiden Tagen, oder? Ja. Und überhaupt, wir sind Playoffs eigentlich gedacht. Ja, die ganzen Formakeling können trotzdem noch zuschauen kommen und Friendly spielen, oder? Ja. Da wäre dann ja super Gelegenheit eigentlich für Side-Events. But so when are you going to the steakhouse? Ja, aber ich bin halt, glaube ich, fast der einzige TO, der da nicht spielt. Und bin halt da und bin halt am Stream. Ja, also zwei Tage haben wir noch, wir können ja noch was organisieren. Ja. Also ich werde es jedenfalls prüfen. Ich glaube, ich hau auch gleich rein. Mhm. Brauch Schlaf. Wenn ich morgen um 6 Uhr aufstehen muss. Weil ich eine Stunde zur Schule fahren muss. Das ist side event after the tournament. Like Dennis, you can't force everyone to watch who's not playing. I mean, it's, I think it would be cool for the yeah to get more people to the venue. My idea was instead of the doubles, the 3v3 stuff. That Dennis. This is pure. No. Top player. 9 double teams, wow. Yeah, but doubles. Down people, also finden sich nicht immer so beim Event erst die Leute wirklich ja zusammen. Also da kommen 100 pro noch mehr Leute dazu. Ich habe heute auch erst die angefragt. Man soll damit starten, so was? 2? 1? Ja, ich bin in den Playoffs und ich will trotzdem Fun Events spielen. Fun Events größer als keine Fun Events. Bist du in den Playoffs echt? Ja. Aber bist du auch im Arcadian? Ja. Ja. Ich würde auch Ultimate nebenbei spielen, aber das... Nein. Was? Ich bin kein Ultimate-Fan.
Was mit Rivals? Slap City. Slap City actually freaking rules. If anyone in the chat doesn't know it. Slap City is like the best Smash game. Ich hab bei mir auf meiner Switch umgestellt, dass dann diese Instrumental, diese ziemlich entspannte. Ja, Dennis, wann geht ihr denn zum Steakhouse jetzt? Fine moment. That's 1-3, right? Yeah. Okay. Holy shit. Jan? Er hat 3-1 gewonnen. 3-1? Warte mal. Mach. Die Junge, was geht? Ach. Okay, das würde ich eh nicht schaffen. Geht ihr danach noch irgendwo hin oder was ist der Plan dann? Boah, ich geh mal kurz raus. Ranzoomen, dass man das Match bringen kann. Ah, ich bin das worth it. Ich hab Zoom wollte mal probieren, aber. Was? Er wollte die Kamera mit Zoom machen. Ich hab auch schon verstanden. Ach so. Ja, gut. Okay, ich werde auch, glaube ich, mal ein Setup zusammenräumen und dann abhauen. Sind wir noch alle da, oder? Da hinten ist, glaube ich, einfach nicht so nützlich und ich denke halt so, jetzt werden auch nicht mehr so krass viele Setups für mich werden, oder? Gut oder so, das hat mir jetzt noch nicht mehr. Ja. Ich habe mal 10 von der Marke.
full time next week. Cheers. Hey, das gehört nicht hier, Mann. Doch, jetzt schon. Das war doch schön. Danke. Er will kein Geld. Okay. Okay, die Spende. Oder soll ich das dann einfach in Bar Who's Amber? Du kannst halt die Leute dann mit Amber. Ja. Ich würde auch passen. Wieso? Wieso hat die Kraft, dass dann Leute mit Konto gekriegt und alles? Weißt du, der Dresser nicht gerade ran? Hat er so. Funktioniert das nicht? Nee, ich glaube eher, wenn man die Beziehung dann ausprobiert. Oh, okay. Ich weiß nicht, das geht schon, alles gut. Machen wir die Registrierung damit? Oder? Nee. Actually, ich glaube, ich gehe auf den See. Das ist ja auch. Ja, aber die ist ja noch nicht gewesen. Zumindest an. Wir müssen echt mal so ein Disclaimer, glaube ich, in die Gruppe machen oder so. Irgendwas muss man haben. Das haben wir ja schon mal gemacht. Ja, aber halt stärker, regelmäßiger Dollar. Also ich finde es ein bisschen schade, aber halt so diese ganzen Fernseher, die halt gut sind, so lange auch in unserem Besitz sind. So. Habt ihr Bock, jemanden zu raiden, Leute? Wer ist denn gerade online? Ich mach mal Raid mal am Marder. Falls denn. Solltest du schon was abbauen hier? Oder ist es schön? Ja, kann man schon mal abbauen. So. Ist der Controller hier? Hä? Ist der Controller hier irgendwo? So, thanks everyone to come by and visit our stream. Our next stream is at Saturday. So, the Arcadian, the Berlin Arcadian. And Sunday is the... Berlin Smash Circuit Final. So, see you there until Sunday. Good night. Until Saturday. Good night.